12.021 zu 19 Fazit. Der FC Schalke 04 steht nach einem Elfmeter-Krimi im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Knappen siegen beim 1. FC Köln mit 6 zu 5 nach Elfmeterschießen und stürzen die Gastgeber ins Tal der Tränen. Denn der Zweitligist hätte den Sieg hier heute durchaus verdient gehabt. Bis 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lagen die Rheinländer vorne, bis ein Strafstoß von Bentaleb das Spiel in die Verlängerung schickte. Dort passierte insgesamt nicht allzu viel und die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Jan Stanöbel parierte gleich den ersten Kölner Elfer, doch Bentaleb verschoss den letzten und es ging in die Verlängerung. Letztlich versagten Drexler die Nerven und Uth konnte das Ding für S04 entscheiden. Schalke hat einmal mehr spielerisch nicht überzeugt, sich aber zumindest für eine kämpferische Einstellung belohnt. Weiter geht es für beide Teams in der Liga. Schalke hat am Samstag Hannover 96 zu Gast, Köln reist am Montagabend zum Zweitligatopspiel zum HSV. Tschüss aus Köln, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, 12.021 zu 12 Elfmeter verwandelt FC Schalke 04- größer als Markut, der ehemalige Kölner entscheidet das Spiel und trifft ins rechte Eck, 12.021 zu 12 Elfmeter verschossen 1. FC Köln-größer als Dominik Drexler. Drexler schießt aus dem Stand und jagt den Ball über den Kasten. 12.021 zu 11 Elfmeter verwandelt FC Schalke 04-größer als Sebastian Rudi knapp. Horn ist da, doch Rudi trifft links unten. Da haben nur Zentimeter gefehlt. 12.021 zu 10 Elfmeter verwandelt 1. FC Köln-größer als Jonas Hector. Köln führt. Hector trifft in den rechten Giebel, 12.021 zu 10 Elfmeter verschossen. FC Schalke 04-größer als Nabil Bentaleb. Wahnsinn. Bentaleb schießt in die Mitte, Horn bleibt stehen und fängt das Ding. Es geht weiter, 12.021, 09 Elfmeter verwandelt 1. FC Köln-größer als Marcel Risse hält den FC im Spiel und trifft rechts zum Ausgleich, 12.021, 08 Elfmeter verwandelt. FC Schalke 04-größer als Amine Harit. Harit läuft langsam an und hämmert das Ding unters Dach, 12.021, 07 Elfmeter verwandelt 1. FC Köln-größer als Serhou Guirassy. Guirassy trifft sicher und platziert links unten, 12.021, 07 Elfmeter verwandelt. FC Schalke 04-größer als Daniel Caligiuri auch sicher. Horn fliegt nach links, der Ball schlägt rechts ein, 12.021, 06 Elfmeter verwandelt 1. FC Köln-größer als Simon Terodde. Terodde verliert übellässig, 12.021, 05 Elfmeter verwandelt. FC Schalke 04-größer als Mattia Nastasic. Nastasic hämmert das Ding flach neben den rechten Pfosten. Horn ist da, kommt aber nicht ran, 12.021, 05 Elfmeter verwandelt 1. FC Köln-größer als Sally Özcan. Özcan schießt zentral, Nübel fliegt ins Eck. Ausgleich, 12.021, 04 Elfmeter verwandelt. FC Schalke 04-größer als Guido Burgstaller. Burgstaller verwandelt sicher und netzt links oben ein, 12.021, 03 Elfmeter verschossen 1. FC Köln-größer als Marco Höger. Höger visiert das rechte untere Eck an. Nübel taucht ab und pariert stark, 12.021, 03 auf geht's. Höger beginnt für den FC, 12.021, 01 Fazit Verlängerung. Keine Tore in der Verlängerung in Köln. Viel kam nicht mehr von beiden offensiv rein und das Elfmeterschießen muss die Entscheidung bringen. Wer wird zum Helden? Timo Horn oder Alexander Nübel? 12.020 zu 59 Ende 2.
Halbzeitverlängerung 12.020:58 Zoller flankt nochmal quer durch den Strafraum, findet aber erneut keinen Abnehmer, 11.920:57 Köln will den Treffer jetzt mehr als Schalke und investiert nochmal. S04 verteidigt mit Glück und Geschick und Embolo holt im Mittelkreis einen Freistoß raus. Noch 2 Minuten, 11.720:56 Markut spielt den Ball 40 Meter vor dem eigenen Tor mit der Hand und dürfte dafür durchaus die zweite gelbe Karte sehen. Diri Osmas gibt aber nur den Freistoß. Risse versucht es aus unerfindlichen Gründen wieder direkt und schießt Ben Taleb um 11.520:55. Beide Abwehrreihen wirken jetzt nicht mehr sicher. Für Schalke verpasst Burgstaller eine Flanke knapp beim FC gleich mehrere Spieler. 11.320:52. Beide Teams gehen jetzt wohl doch ganz schön auf dem Zahnfleisch und die Fouls häufen sich. Terodde springt Ben Taleb um und es gibt Freistoß im Mittelkreis. Kurz herrscht dann Chaos im Kölner 16er, doch Schiri Osmas schafft mit einem Pfiff Ruhe. Freistoß FC 11.120:50. Der folgende Freistoß von Risse kommt erneut scharf an den Elfer, wo Serhou Guirassy rankommt, aber keinen Druck hinter den Ball bekommt und zudem eine Ecke haben will. Die gibt es aber nicht. 11.020:48. Gelbe Karte für Matija Nastasic FC Schalke 04. Nastasic kann Zoller auf dem Flügel nur per Zupfer aufhalten und holt sich eine Karte ab. 10.820:47. Im Gegenzug kontert Köln mit 3 gegen 3. Sané muss sich in der Mitte ganz lang machen, um eine Flanke von Zoller vor Terodde zu klären. 10.720:46 nach Freistoßflanke von Rudi kommt McKennie im Strafraum ganz frei zum Abschluss, wird aber geblockt. 10.620:44 an Pfiff 2. Halbzeitverlängerung 10.520:42 Halbzeitfazitverlängerung. Die 15 Minuten hätten wir uns sparen können. Da kam von beiden Teams nicht mehr viel und wir steuern hier wohl auf ein Elfmeterschießen zu. Oder geht in den finalen 15 Minuten noch was? 10.520:41 Ende 1. Halbzeitverlängerung 10.420:41 Schalke zeigt sich mal wieder im gegnerischen Strafraum. Embolo geht zwischen zwei Kölnern durch, findet aber keinen Abschluss. McKennies folgende Flanke ist zu ungenau, Rudis Abschluss aus 30 Metern zu harmlos, 10.220:38. Insgesamt ist das jetzt wieder nicht allzu viel, was beide Teams hier anbieten. Als hätte es die 90 Minuten zuvor nicht gegeben, beginnen die hier einfach bei 0, 10.020:36, gelbe Karte für Guido Burgstaller FC Schalke 04, Burgstaller fault, schimpft und sieht gelb, 9.920:35 Einwechslung bei 1. FC Köln Bindestrich größer als Simon Zoller 9.920:35 Auswechslung bei 1. FC Köln Bindestrich größer als Louis Schaub 9.820:34 Risse flankt das Leder scharf an den Elfer, Höger kommt heran, köpft aber meterweit über den Kasten. Wenig später darf auch Drexler aussichtsreich per Kopf und verfehlt das Tor ebenfalls, 9.720:34, es gibt mal wieder einen Freistoß. Diesmal für Köln und aus 30 Metern rechter Position, weil Ben Taleb gegen Schaub den Fuß draufgehalten hat, 9.520:32. Die Hausherren haben jetzt wieder die etwas offensivere Ausrichtung und stehen hinten durchaus offen, doch Schalkes Gegenangriffe scheitern alle schon im Ansatz. Für den FC geht Özcan über links in den Strafraum, wird aber von McKennie abgekocht. 9.220:28 Köln beginnt mutig und stürmt gleich mal in den Schalker Fünfer.
Dort klärt Salif Sané im letzten Moment mit vollem Einsatz gegen Dominik Drexler, 9120:27 Einwechslung bei FC Schalke 04 größer als Weston McKennie, 9120:26 Auswechslung bei FC Schalke 04 größer als Hamza Mendül, 9120:26 Anpfiff 1. Halbzeitverlängerung 9020:26 Zwischenfazit. Mit Glück und Geschick rettet der FC Schalke 04 sich beim 1. FC Köln in die Verlängerung. Mit der Einwechslung von Nabil Bentaleb kam endlich ein wenig Leben ins Schalker Offensivspiel und der Algerier war es auch, der letztlich mit einem nicht unumstrittenen Handelfmeter für den Ausgleich sorgte. S04 musste zuletzt zu 10 spielen, weil Mandl verletzt raus musste und kein Wechsel mehr zur Verfügung stand. Für ihn kommt in der Verlängerung nun wohl McKennie. Der FC hat es insgesamt gut gemacht, ließ aber in den letzten Minuten der regulären Spielzeit doch einiges zu und muss nun 30 Minuten extra absolvieren, 9020:21 Terror klärt im eigenen 16er und die letzte Minute der angezeigten Nachspielzeit läuft, 9020:21 Risse rennt Uth an der Außenlinie auf Strafraumhöhe ziemlich unnötig über den Haufen und es gibt nochmal Freistoß für die Gäste, 9020:20 der FC will die personelle Überzahl natürlich nutzen und macht nochmal Druck, während S04 sich wohl nur über die Zeit retten will, 9020:19 es gibt 4 Minuten obendrauf und die muss Schalke zu 10 spielen. Mendül ist schon in den Katakomben verschwunden, 9020:18 offizielle Nachspielzeit, Minuten 49.020:18 Schalkes Hamza Mendül hat sich vorhin in einem Zweikampf verletzt und wird schon seit einiger Zeit draußen behandelt. S04 kann aber nicht mehr wechseln. Sollte es allerdings eine Verlängerung geben, dürfen beide Teams ein weiteres Mal tauschen, 8820:16 Tor für FC Schalke 04, 1:1 durch Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb übernimmt die Verantwortung und verwandelt sicher. Links oben schlägt die Kugel ein, keine Chance für Horn, 8720:15 Elfmeter für Schalke. Rafael Tschichos spielt den Ball im Zweikampf mit Burgstaller mit der Hand und Schiri Osmas zeigt auf den Punkt. Harte Entscheidung. Allerdings war der Arm schon weit weg vom Körper, 8620:14 Schaub hat die Chance zur Entscheidung. Über Terodde und Girafi kommt die Kugel zum Österreicher, der aus 13 Metern freistehend mit links klar links vorbeischießt, 8420:13 jetzt wechselt auch der FC erstmals. Torschütze Cordova darf sich feiern lassen und wird von Terodde ersetzt, 8320:12 Einwechslung bei 1. FC Köln-größer als Simon Terodde, 8320:12 Auswechslung bei 1. FC Köln-größer als Jhon Cordova, 8320:12 Gelbe Karte für Luis Schaub, eine. FC Köln, Schaub und Bentaleb sehen nach einem Gerangel im Mittelfeld beide gelb, 8320:12 gelbe Karte für Nabil Bentaleb, FC Schalke 04, 8220:11 das ist schon erschreckend schwach. Harit wackelt zunächst schön einen Gegenspieler aus, geht von rechts alleine auf Horn zu und schießt den Kölner Keeper völlig inspirationslos einfach an. Uth versucht es auch noch und schießt ans linke Außennetz, 8120:09 Bentaleb macht es dann einfach mal auf eigene Faust und dann wird es auch schon gefährlich. Der Schalker Zehner tankt zwei Kölner aus und schießt dann aus 25 Metern mit links knapp über den Querbalken, 7920:07 mit der Einwechslung von Nabil Bentaleb ist zumindest etwas Bewegung ins Schalker Offensivspiel gekommen. Der Algerier setzt seine Mitspieler immer wieder ein, doch die wissen mit den Bällen nichts anzufangen. 7720:04 diesmal macht es Bentaleb mit links und zwirbelt den Ball schön um die Mauer, verfehlt aber auch den
Kasten um einen guten Meter, 7620, 04 Haare, tankt sich in der Zentrale mal gut durch und macht dann eigentlich einen Schlenker zu viel, wird aber 20 Meter vor dem Tor noch leicht gefoult. 7520, 03 Köln verteidigt das hier quasi problemlos. Die Gastgeber halten es 04 erfolgreich vom eigenen Tor fern und wenn doch mal jemand durchkommt, haben die Gäste sowieso keine guten Ideen. 7220, 01 Tedesco stellt um und wird offensiver. Naldo muss weichen und Schalke stellt hinten auf Viererkette um. Dafür soll Bentaleb das Mittelfeld beleben. 7220, 00 Einwechslung bei FC Schalke 04- größer als Nabil Bentaleb. 7219 zu 59 Auswechslung bei FC Schalke 04- größer als Naldo. 7019 zu 59. Insgesamt ist das immer noch ziemlich dürftig, was Schalke trotz Rückstand hier anbietet. Köln hingegen spielt das sehr ordentlich, lässt sich nicht zu weit zurückdrängen und sogar zu Chancen. Girassi zieht von links in den 16er, findet dann aber nur ein Übel. 6819 zu 56 Naldo macht's und knallt die Kugel mit Wucht aufs Tor. Wartig. Horn reagiert gut und boxt das Leder zur Seite. 6719 zu 55 Embolo kommt für Kohn Opeljanka und holt mit seinem ersten Ballkontakt einen Freistoß in äußerst vielversprechender Lage 18 Meter zentral vor dem Tor heraus. 6719 zu 55 Einwechslung bei FC Schalke 04-größer als Breel Embolo. 6719 zu 55 Auswechslung bei FC Schalke 04-größer als Jefin Konopljanka. 6619 zu 54. Der Spielverlauf hat den Hausherren Selbstvertrauen gegeben. Die Kölner lassen den Ball jetzt ziemlich lässig durch die eigenen Reihen laufen und es 04 läuft sich die Füße wund. 6419 zu 52. Den folgenden Freistoß schießt Marcel Risse aus locker 40 Metern direkt Richtung Tor und kommt ungefähr bis zum Strafraum. 6319 zu 50 gelbe Karte für Markut. FC Schalke 04 Uth verliert die Kugel im Aufbau und hakt nach. Nächste gelbe, 6119 zu 48 gelbe Karte für Salih Özcan. Eine. FC Köln, jetzt gibt's auch für den FC den ersten taktisch bedingten Karton. Özcan legt Rudi, bevor der das Spiel schnell machen kann. 6019 zu 48. Schalke schiebt die Partie jetzt etwas engagierter an und kommt auch bis 30 Meter vor dem Tor ganz gut vorwärts. Dann fehlen aber die Ideen. UT, Versuch aus 25 Metern wird von Risse geblockt. 5819 zu 46. Burgstaller holt im Strafraum die nächste Ecke für die Gäste heraus. Konopljanka bringt den Ball viel zu flach nach innen, darf aber gleich nochmal. Diesmal kommt Naldo am langen Posten zum Kopfball, zielt aber genau in die Arme von Horn. 5619 zu 44. Erster Wechsel der Partie bei S04. Der verwarnte Schöpf geht, Caligiuris Ruhepause ist vorbei. 5619 zu 43 Einwechslung bei FC Schalke 04-größer als Daniel Caligiuri. 5619 zu 43 Auswechslung bei FC Schalke 04-größer als Alessandro Schöpf. 5419 zu 42 nach einem langen Kölner Befreiungsschlag geht Jhon Córdoba plötzlich ins 1 gegen 1 mit Naldo. Der Kölner lässt sich dann zu weit abdrängen, bekommt die Kugel aber noch zu Schaub, der aus 20 Metern aber nur eine bessere Rückgabe zum Übel zustande bringt. 5119 zu 39 gelbe Karte für Alessandro Schöpf. FC Schalke 04. Schöpf wird im Mittelfeld von seinen Mitstreitern alleine gelassen und kann sich nur mit einem taktischen Foul wehren. 5119 zu 39. Es wird unübersichtlich im Kölner Strafraum und Uth boxiert das Leder zum Aussichtsreich postierten Kohn Opeljanka. Schiri Osmas unterbricht die Partie ohne ersichtlichen Grund und gibt Freistoß für den FC.
Der Schuss des Ukrainers wäre allerdings auch eh nur am Pfosten gelandet. 4.919:36. Die erste Chance gehört aber dem FC. Schaufs Schuss aus 19 Metern wird ebenfalls abgefälscht und zu einer Bogenlampe, die aber diesmal in den Fängen von Nübel landet. 4.719:34. Schalke muss jetzt natürlich mehr für das Spiel machen, doch zuletzt war genau dies das Problem der Knappen. Mal schauen, was Domenico Tedesco seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat. 4.619:33. Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Halbzeit. 4.519:22. Halbzeitfazit. Eine mögliche Pokalüberraschung in Köln nimmt Formen an. Nach 45 Minuten führt der FC gegen Schalke 04 mit 1:0. Verdient ist die Führung nicht, allerdings hätte auch Schalke diese nicht verdient. Dass dieses typische 0:0 nun doch in Richtung der Gastgeber ausgeschlagen ist, liegt an einem abgefälschten Schuss von Jordan Cordoba, der bei den Hausherren überraschend anstelle von Terodde stürmt. Schalke präsentiert sich zwar nicht ganz so destruktiv wie zuletzt in Leipzig, kann aber trotzdem nicht verbergen, dass die spielerischen Mittel selbst gegen einen Zweitligisten nicht ausreichen, um zu Chancen zu kommen. Einmal hätte es 0:4 nach Foul an Kon Opeljanka durchaus einen Elfmeter kriegen können, ansonsten war das ziemlich harmlos. Köln hatte insgesamt die besseren Offensivszenen, auch wenn Alexander Nübel nicht wirklich eingreifen musste. Wir melden uns zur zweiten Halbzeit zurück, bis gleich. 4.519:17. Naldos Kopfball wird geblockt und es geht mit dem 1:0 in die Pause. 4.519:16. Jetzt ist Schalke gefordert. Harit holt nochmal eine Ecke für die Gäste raus. Das dürfte wohl die letzte Aktion in der ersten Hälfte sein. 4.319:13 Tor für 1. FC Köln 1:0 durch Jordan Cordoba, ein ganz krummes Ding. Anders hätte das hier wohl auch nicht funktioniert. Sané klärt im Strafraum zu kurz, Harit kommt nicht entgegen und Cordoba bekommt aus 17 Metern die Schusschance. Nübel hätte das Ding wohl locker eingesammelt, doch Sané fälscht entscheidend ab und die Kugel murmelt neben den rechten Pfosten ins Netz. 4.319:12 passiert hier in dieser ersten Hälfte noch was. Momentan sind beide Teams vor allem darauf bedacht, nicht vor der Pause noch einen Treffer zu kassieren. Schalke bringt den Ball aus der gegnerischen Hälfte bis zu Keeper Nübel zurück und baut neu auf. 4.019:11. Die Partie wird zunehmend ruppiger und so langsam wäre es wohl für Harm Osmers auch mal Zeit, die erste gelbe Karte zu zücken. Der nächste Schalker Freistoß kommt wieder von Kon Opeljanka, der diesmal Sané findet. Der Senegalese köpft ähnlich wie Naldo vorhin knapp links vorbei. 3.819:09. Jetzt gibt es den Freistoß auf der anderen Seite in ähnlicher Position, nachdem Sané etwas mehr mit dem Arm gearbeitet hat als Cordoba. Hier darf es Risse versuchen und kommt dem Tor deutlich näher als Naldo, trifft aber nur das Außennetz. 3.619:07. 3,5 Meter vor dem Kölner Tor wird Uth von Drexler gefoult. Naldo nimmt sich der Sache an und jagt den Ball weit über das Tor in den Fangzaun. Da hat man schon bessere Versuche vom Brasilianer gesehen. 3.419:03. Wieder fordert Schalke einen Elfer und diesmal war der Rempler von Schaub gegen Kon Opeljanka schon eher grenzwertig. Schiri Osmers zieht seine großzügige Linie aber weiter durch und lässt laufen. 3.119:01. Den fälligen Freistoß zieht Risse mit rechts direkt aufs Tor, kann Nübel damit allerdings nicht überraschen. Der S04-Keeper reißt die Fäuste hoch und pariert. 3.019:00. Der Bundesligist hat hier in den letzten 10 Minuten immer mehr die Kontrolle übernommen und hält das Spiel größtenteils vom eigenen Tor jetzt. Jetzt allerdings könnte es gefährlich werden.
Schöpf hat Guirassy auf dem linken Flügel umgerissen. 2818:58 nach einem eher harmlosen Foul an Harit gibt es Freistoß für RS04 aus dem rechten Halbfeld. Konoplyanka zwirbelt das Ding auf den zweiten Pfosten, wo Naldo das Kopfballduell gewinnt und einen knappen Meter links vorbeinickt. 2518:55 Schalke wird stärker. Harit lässt Hector bei einem Dribbling im Mittelfeld wie eine Fahnenstange umfallen und prüft dann aus 20 Metern Timo Horn, der sicher zur Ecke lenkt. 2418:53 Der nächste Abschluss der Gäste ist ein Distanzschuss von Sebastian Rudi, der noch abgefälscht wird und letztlich gar nicht mal so weit am rechten Giebel vorbeisegelt. Die folgende Ecke bringt nichts ein. 2118:50 Köln ist gefährlicher. Erst muss Übel einen Schuss aus spitzem Winkel per Fuß zur nächsten Ecke klären. Dann tankt sich Schaub im Fünfer durch und jagt das Leder abermals über das Schalker Gehäuse. 2018:49 einfach, aber nicht ineffektiv. S04 schlägt mal wieder einen langen Ball hinten raus und vorne verlängert Burgstaller per Kopf in den Lauf von Konoplyanka. Der Ukrainer kurft von links nach innen und visiert das lange Eck an, schlenzt aber einen Meter vorbei. 1818:48 Jetzt kommt mal der FC. Erst setzt sich Serhiu Guirassy auf dem linken Flügel stark gegen Naldo durch und zieht nach innen, scheitert mit seinem Schussversuch aber an einem Schalker Bein. Im Anschluss an die folgende Ecke lässt Höger einen Kopfball über die Stirn rutschen und verfehlt den Kasten letztlich klar. 1518:45 Eine Viertelstunde ist rum im Rhein-Energie-Stadion und so richtig energisch gehen beide Teams zumindest in der Offensive noch nicht zu Werke. Der Zweitligist wartet ab, während Schalke zwar durchaus mutiger als in Leipzig, aber immer noch recht behäbig spielt. 1218:42 starke Szene von Louis Schaub. Der Österreicher tanzt im Schalker Strafraum Mendül nach allen Regeln der Kunst aus und geht frei über die Grundlinie. Die Hereingabe landet dann allerdings eher kläglich genau im Fuß von Naldo. 1018:40 Amine Harit geht im Kölner Strafraum nach einem leichten Kontakt zu Boden und fordert mal ganz zaghaft einen Elfer, sieht aber schnell ein, dass das deutlich zu wenig war. Anschließend klärt Hector eine Flanke von Mendel zum Einwurf. 1818:39 Auf der Gegenseite ist Keeper Alexander Nübel erstmals in Alarmbereitschaft, als Jhon Córdoba das Spielgerät aus kurzer Distanz über den Kasten jagt. Es wäre allerdings auch klar abseits gewesen. 718:37 Die Knappen nähern sich erstmals etwas energischer dem gegnerischen Strafraum und bringen Jelfin Konoplyanka in Position. Der Ukrainer hat aber aus 25 Metern zentraler Position kein Interesse an einem Abschluss und verliert den Ball. 518:36 Auch Köln lässt das Leder in den ersten Minuten sicher durch die eigenen Reihen laufen, kommt dabei allerdings kaum vorwärts. Noch ist die Schalker Abwehrreihe beschäftigungslos. 318:33 Der erste Schalker Angriff läuft mit Burgstaller über rechts, endet aber letztlich mit einer langen Ballstaffette in die eigene Hälfte. Ballbesitz hat S04 also heute schon mal im Programm. 118:30 Der Ball rollt. Köln ist klassisch in Rot und Weiß unterwegs, Schalke tritt heute im neongrünen Auswärtstriss an. 18:29 Uhr Die Teams sind da, die Seiten sind gewählt. Es kann losgehen im Rhein-Energie-Stadion. 18:29 Uhr Ein Blick auf die Aufstellungen. Bei Köln sitzt Torjäger Terodde überraschend ebenso draußen wie Schmitz, dafür beginnen Guirassy und Córdoba. Nico Tedesco wirbelt komplett durch und tauscht im Vergleich zum Leipzig-Spiel gleich sechsmal. Sebastian